Tag, Leute. Ich war hier vor ein paar Wochen mit meinem Kajak und habe diesen Ort hier entdeckt. Hier mal ein kleines Video, damit ihr mal seht, wie das aussieht und was ich gefunden habe. Ich möchte euch gerne ein bisschen was hier von der Gegend zeigen und ich hoffe, ja, dass ich hier vielleicht einen kleinen Lagerplatz finde, denn es hat sich ganz schön was verändert. Das möchte ich euch mal zeigen. Also, leider ist ja dieses geile Shelter nicht mehr da. Irgendwie wurde hier gewütet, keine Ahnung, was passiert ist. Ziemlich schade, aber ja, so ist es nun mal. Ich werde mal hier die Gegend erforschen und auch da hinten noch. Mal gucken, was mich erwartet. Okay, also auf der rechten Seite gibt es hier eine Ruine, nichts Besonderes. Freies Feld und wieder Ruine. Da hinten sind dann schon Einfamilienhäuser und hier ein Bootsteg. An sich ja ganz nett, aber naja, wenn da Einfamilienhäuser sind, ist das ein bisschen scheiße. Wusste ich vorher nicht. Naja. Schade eigentlich. Das Gebäude ist total interessant. Da oben ist ein Balkon mit ja, so Säulen. Erinnert an Rom. Und hier zum Beispiel dieses Gesicht. Rechts auch nochmal. Was das wohl früher war. Wer weiß. Schade, dass man hier nicht reinkommt. Ich habe schon probiert. Wie cool. Das mit dem Schornstein war ein bisschen riskant und leichtsinnig, ich weiß, aber ich brauche so eine Kicks. Ja, die Sache ist,
Der Ort ist an sich sehr cool. Leider kann man hier aber kein typisches Lager machen. Also da muss ich mir wohl ein Waldstück suchen. Ein schönes Waldstück am Wasser, das wäre so meins eigentlich. Hier sind Einfamilienhäuser. Viele Ruinen, die dreckig sind durch Tierkot. Hier jetzt direkt nicht, aber weiter hinten. Das ist nicht so das Wahre hier. Schon schade, aber naja. Irgendwie sind wir doch alle auf der Suche nach schönen Lagerplätzen. Das war ein Versuch und ja, naja, man kann nicht alles haben. Was ich aber hier machen kann, ist irgendwelche Sachen bauen. Also, ja, mich ausprobieren. Hier liegt sehr viel Baumaterial. Überall liegen Äste, größere, kleinere. Ein Lagerfeuer wäre hier möglich. Das ist auch noch sehr cool. Man kommt hier relativ schnell ran. Von mir ist es nicht weit und ja. Mal gucken, was sich noch hier so ergibt. Es war ein Versuch wert. Ich wünsche euch in diesem Jahr, dass ihr selber einen Lagerplatz findet. Macht doch mal ein Video drüber. Wäre cool. Und ja, das war's von mir. Wir sehen, lesen und schreiben uns. Bis bald. Tag Leute. Ich war hier vor ein paar Wochen mit meinem Kajak und habe diesen Ort hier gefunden. Kommt gerade ein Kajakfahrer. Outtake. Mann, diese blöde Ast hier. Meine Scheiße. Mann. Dreckig.